Ja, hallo, und hier ist wieder die Anemone von Lächeln aus Papier. Ich möchte heute eine Trauerkarte basteln. Das heißt, ich habe vorhin schon eine ganze Menge gebastelt und möchte euch jetzt bei einer mitnehmen. Die Karten zeige ich euch dann zum Schluss. Ich habe für diese Karte jetzt schon mal eine Kartenbasis in den Standardmaßen 21 mal 14,85 ausgeschnitten in der Mitte. Gefalzt bei 10,5 mit den bestickten Rechtecken habe ich mit dem großen Rechteck einmal schwarz ausgestanzt und mit dem zweitgrößten in weiß. Ich habe von dem Paket mit dem Löwenzahn diese Blüten ausgestanzt, die habe ich auch schon zusammengeklebt und habe hier das dann auch ausgestanzt und habe das zweimal gemacht. Also nochmal nur diesen Blütenkopf, den werde ich dann so ein bisschen versetzt dran kleben. Das möchte ich jetzt praktisch zusammenkleben. Hier habe ich noch von dem Stempelset Trost und Kraft nur diesen einen Spruch. Und das wäre, achso, und dann habe ich noch ein Leinenband, das habe ich schwarz eingefärbt. Also so ganz hat es nicht funktioniert. Es geht. Also das wäre das Material und wir legen dann gleich los. Ja, ich habe jetzt die schwarze Mattung und den weißen Kartstock schon mal auf die Kartenbasis geklebt. Den Löwenzahn hatte ich ja vorhin schon fertig. Dann habe ich noch diesen Kopf von dieser Blüte etwas versetzt aufgeklebt. Und dieses Etikett Trost und Kraft habe ich mit der Stanze allerliebste Anhänger gestanzt. Da muss ich jetzt noch ein Loch oben reinmachen. Mache ich mit der Stanze apartes Etikett. Da ist dann hier so ein kleines Loch dabei, mit dem man das machen kann. Da fädel ich jetzt mal das Band durch. Verknote es. So, und jetzt muss ich noch die Blüten hier platzieren. Das mache ich so, dass ich ein bisschen über den Rand gehe, oben über den schwarzen Rand, dass der ein bisschen unterbrochen wird. Also bei der Blüte gebe ich ab und zu mal auf den Stängel ein paar Punkte Tombow und hier in die Mitte, mehr eigentlich nicht. Und hier, da mache ich auch noch hier unten ein bisschen Kleber drauf. Und auch auf den Stängel. Das sind halt die Flaschen mit den kleinen Düsen. Eigentlich von Vorteil, da dann nur relativ wenig Kleber rauskommt und man das besser dosieren kann. Das klebe ich jetzt so auf, dass hier in der Mitte die sich kreuzen. Und ich hier, da wo die sich kreuzen, das Etikett aufkleben kann, als wäre es hier um diese Blüten gebunden oder um die Stängel gebunden.
schneide ich noch ein bisschen ab. Und dann wäre die Trauerkarte auch fertig. Die anderen zeige ich euch gleich. Ja, das ist die Karte, die wir vorhin gemeinsam gebastelt haben. Da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Hier habe ich noch mal eine, die ist mir so in Grautönen gehalten. Da habe ich jetzt zum Beispiel aus dem Stempelset gewebte Worte den Text genommen. Hier habe ich noch eine Variante, da habe ich aus einem Stück Cardstock, als ich die Blüte ausgestanzt habe, den Rest praktisch genommen und aufgeklebt auf eine schwarze Mattung. Hier habe ich den Spruch aus dem Set Tulpengrüße genommen, das wäre der da oben. Hier habe ich nur einfach die Blüte, die habe ich hier auch doppelt aufgeklebt, nur praktisch noch ein Rechteck ausgestanzt, und den Text habe ich auch aus dem Set Trost und Kraft. Das wäre hier unten der hier. Die ist ein bisschen dunkler geworden. Deswegen habe ich sie etwas aufgehellt mit diesen, habe hier mit weißem Etting noch ein paar Blüten drauf gemacht, also so kleine Pusteblumen Propeller, und ja, das wäre auch nur mit dem Spruch Trost und Kraft. Hier ein anderes Format, der Spruch ist wieder aus dem Set gewebte Worte in Gedanken bei dir, der da oben. Und hier nochmal eine Variante in Grau. Da habe ich aus dem Set voller Mitgefühl den Spruch aufrichtiges Beileid genommen. Das waren meine Kartenvarianten mit dem Set Löwenzahn. Und ja, ich hoffe, sie gefallen euch. Bis demnächst mal. Tschüss.